Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Modellvergleich in der Nenngröße N. Heute geht es um die Halbspeisewagen, die später auch als Kakadus bezeichnet wurden. Warum? Dazu dann später. Der Bereich der Halbspeisewagen wird von den Herstellern gerade in der Nenngröße N doch eher stiefmütterlich behandelt. Es gibt ein paar Modelle, es ist der kleine Haufen, nicht der große Haufen. Der große Haufen sind die Fahrzeuge, die mit denen unterwegs waren oder anzutreffen waren. Aber es gibt ja zwei verschiedene Modelle, einen in zwei Ausführungen. Es ist wirklich sehr mager und die letzten Halbspeisewagen kamen in Sets heraus. Also auch jetzt nicht so einfach zu bekommen, beziehungsweise doch schon recht hochpreisig, oder man muss die anderen Wagen, die beiliegen, dann wieder abstoßen. Macht aber dann höchstwahrscheinlich auch Verlust, weil wenn man selbst privat dann die Sachen verkauft, läuft das ja meistens dann als Gebrauchtware, und für Gebrauchtware, selbst wenn sie noch nie auf Schienen unterwegs war, zahlen die Leute halt einfach nicht so viel dafür, als wenn das jetzt direkt vom Händler kommt. Na gut, die Geschichte oder die Ursprünge der Halbspeisewagen in Deutschland liegt so am Anfang der 50er Jahre. Also genaue Daten kann ich jetzt nicht nennen, also nur eine grobe Umrandung des Ganzen, denn selbst da auf Seiten, die sich damit beschäftigen, sind widersprüchliche Daten zu sehen. Also es ist, also man kann es so ein bisschen eingrenzen auf, sag ich mal, Beginn der 50er Jahre, Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er, aber jetzt nicht genau zu sagen, genau 1962 war es dann so. Zudem es teilweise ja auch fließende Übergänge gab, gerade was nachher eine Umlackierung anging im Jahr 68 mit der neuen Nummerierung, mit den Computernummern, als die drauf kamen. Und deswegen, ich grenze es so ein bisschen grob ein. Anfang der 50er Jahre das F-Zug-Netz entwickelt. Das waren die hochklassischen Züge, die anfangs in der zweiten Klasse fuhren, zweite und dritte Klasse hatten, aber dann kam ja Mitte der 50er Jahre eben die Umstrukturierung, dass halt die zweite Klasse zur ersten Klasse wurde und die dritte zur zweiten Klasse wurde, und dann waren diese F-Züge nur noch als reine erste Klasse Züge unterwegs. Für die langen F-Züge gab es eben die Vollspeisewagen, und für die kurzen wurde dann eine Lösung gesucht, und das waren eben Halbspeisewagen, die aus Altbeständen, das heißt aus alten Schnellzugwagen, umgebaut wurden. Da gab es nach dem Krieg in den Werken leere Waggons, ne? ohne Bestuhlung, ohne Innenausbau. Und die wurden dann eben umgebaut als Halbspeisewagen. Ja, die waren damals noch dann in Blau. Kurze Zeit später, ein Jahr später, kamen dann passend auch zu den leichten Schnellzügen, später hießen die Eilzüge, kamen dann auch wurden dann die Eilzugwagen umgebaut, dann eben in grün gehalten, eben auch dann als Halbspeisewagen für die Pendlerzüge oder halt für die Eilzüge oder wie sie damals hießen, leichten Schnellzüge. Manche gibt es als Modell auch in N, wie man es vielleicht an dem Bildmaterial schon gesehen hat, aber der Großteil ist dann wirklich H0-Sache, wie zum Beispiel auch der Schnellzugwagen, Halbspeisewagen in den Schnellzügen, die ich eben gerade zuletzt gezeigt habe. Den gab es mal im Dreier-Set von Fleischmann, und ich meine, Minitrix hat den auch mal im Programm gehabt, aber eben nur in einem Set mit zwei anderen Wagen zusammen in einem, ich meine, es war der DER Ferienexpress oder so ähnlich hieß der. Auf jeden Fall von DER. Ja, wie ging es dann weiter? Dann für die leichten Schnellzüge wurden ja dann auch die Mitteleinstiegswagen entwickelt, und auf Basis der Mitteleinstiegswagen wurden dann auch die ersten Kakadus entwickelt, beziehungsweise die ersten Kakadus, die ersten Halbspeisewagen, Entschuldigung, entwickelt. Signifikant auch an den oben sitzenden Leuchten, obwohl zu der Zeit, ich meine auch bis Mitte der 50er Jahre, es auch bei den Schnellzugwagen üblich war, oder Voraussetzung war, dass die Schlussbeleuchtung oben saß. Nicht wie wir es an späteren Schnellzugwagen kennen, dann eben weiter unten. Teilweise waren die Wagen dann so ausgestattet, dass die obere Beleuchtung und die untere Beleuchtung angebracht war. Aber anfangs hatten auch eben die blauen Halbspeisewagen für die
F-Züge dann eben auch die Leuchten oben sitzen, also dadurch nicht verwirren lassen. Das ist zum Beispiel dann bei Pico ganz gut umgesetzt, aber in der Nenngröße H0 eben nicht passend für die Nenngröße N. Dann, also diese Wagen waren übrigens auch noch auf 26,4 Meter, das heißt im Modell dann 16 Zentimeter. Dann ging es weiter, oder 16,5, Entschuldigung. Dann ging es weiter, dass Mitte der 60er Jahre, so 1965 rum, die neuen Halbspeisewagen entwickelt wurden auf Basis des älteren Halbspeisewagens. Die gibt es zwar im Modell, auch in der Nenngröße N, aber eben auch nur in Sets. Beziehungsweise bei Minitrix war mal ein Set von einem IC, also ein Intercity, wo der mit bei war, und es soll nächstes Jahr einer von Arnold auch herauskommen. Nee, dieses Jahr sogar schon, ne? 2023. Wie gesagt, die wurden auf Basis der Wagen gebaut. Im gleichen Zuge wurden dann aber auch Ende der 60er Jahre die bestehenden Halbspeisewagen umlackiert. Das heißt also, der blaue bekam dann im roten, im Restaurantbereich dann eben auch den roten Anstrich, und der grüne aus von den leichten Schnellzügen bekam dann auch einen roten Anstrich da, wo eben der Speisebereich war. Und dadurch kommt eben der Name Kakadu zustande. Jetzt werden sich die meisten natürlich fragen, wieso? Kakadus kenne ich in weiß, ne? Weiß mit gelber Haube. Warum sind ja grün-rot und blau-rot? Wie kommt das zustande? Es gibt da den die meisten wahrscheinlich im Kopf haben, ist dann der Gelbhauben-Kakadu. Das ist der weiße mit der gelben Haube. Es gibt aber auch den rosa Kakadu. Ne? Wer schon mal im Vogelpark bei Sode war, der hat da schon mal einiges rumflattern sehen. Aber was so nicht unbedingt als Kakadu erkennbar ist. Weil man hat irgendwie dieses gewisse Bild im Auge, halt ein dicker, großer Nymphensittich quasi. Ne? Das ist so das Bild, was man von einem Kakadu für gewöhnlich hat. Ne? Es gibt auch noch verschiedene andere Arten. Aber ich finde, der rosa Kakadu passt von dem blau-grauen und diesem blass-roten Gefieder auch ganz gut dann zu ausgeglichenen Schnellzugwagen. Ne? Den Halbspeisewagen. Ja, es ging aber noch weiter, dass halt irgendwann die Zeit der Halbspeisewagen zu Ende war. Teilweise wurden sie verkauft, zum Beispiel an die Apfelfeil-Gesellschaft, auch ein Reiseunternehmen, die einige hatten. Dann gingen sie wiederum, als die dann Konkurs angemeldet haben, wurden einige verkauft, einige kamen nach Holland und kamen dann irgendwann Ende der 2000er auch wieder zurück nach Deutschland, nämlich von den Fienburger Eisenbahnen. Vom Fienburger Eisenbahnverein, meine ich, ist das VEV, eingetragener Verein, EV natürlich noch dahinter. Die haben sich einen davon zurückgeholt, von den allerersten Schnellzug-Halbspeisewagen, von den F-Zügen. Allerdings haben sie den dann nicht in blau lackiert, sondern in rot-blau. Da haben sich dann einige wieder darüber ausgelassen, dass ja dieser Wagen mit dieser Fahrgestell, auch wenn es eine Bezeichnung bzw. dieser Nummer, nie in dieser Farbe gefahren ist. Allerdings gibt es bei den Passauer Eisenbahnfreunden einen blauen erste Generation Halbspeisewagen. Die haben den also in blau aufgearbeitet. Und da kann ich also nachvollziehen, dass dann die Fienburger gesagt haben, okay, es gibt in Deutschland einen blauen, es gibt nämlich nur noch die beiden, ne? Mehr sind nicht über. Dann machen wir den eben, ob er jetzt so im Original so war, oder jemals diese Farbe getragen hat, wir lackieren den trotzdem halt in diesem signifikanten Kakadu-Farbton, also oder Farbspiel, rot-blau. Ne? Und deswegen finde ich jetzt auch nicht allzu tragisch, dass genau diese Wagennummer jetzt nicht zur Farbe oder die Farbe nicht zur Wagennummer passt. Aber es gibt zumindest dann hier im Bereich auch wieder einen. Und den gibt es leider auch nicht in der Nenngröße N. Denn wie gesagt, der fällt etwas anders optisch aus als die es eben im Modell gibt. Da gibt es dann die aktuelle Version, die ab 65 entwickelt wurde und dann, ich meine, ab 68 dann auch auf den Schienen eben unterwegs war. Sehr lange Zeit, und die man halt auch heutzutage noch in Museumszügen oder Sonderzügen eben auch vorfindet. Bei dem grün-roten ist das dann doch schon eher seltener. Es gibt noch einen, meine ich, ein oder zwei. Ja, aber meistens denkt man doch dann bei den Eisenbahnwagen eher an die rot-blaue Version. So,
So viel erstmal dazu. Das war erstmal wieder geschichtliche Theorie vorweg. Und dann fangen wir mal an, was es denn da so gibt. Ich fange mal mit dem an, der sich so am ältesten Vorbild orientiert. Da gab es mal einen von Arnold und das ist dieser hier. Und der ist falsch, falsch, falsch. Das kann man also nicht anders sagen. Er hat Steildächer. Er hat für die Epoche 3 die falschen Türen. Ne? Der Wagen ist bis zum Ende mit den Falltüren gefahren. Die Türen sind falsch, die Beleuchtung ist falsch, die muss hier also definitiv bei den Wagen oben sitzen und nicht im unteren Bereich. Und die Inneneinrichtung ist komplett Abteil. Es ist ein Abteilwagen, der einfach den Aufdruck erhielt. Es ist aber der einzige in der Nenngröße N, den es eben so gibt. Und ich brauche einen für eben meine Vorbildzugbildung. Da war nämlich einer in, wie ich auf einem Foto entdeckt habe, in Oker, also bei mir hier ums Eck, eben anzutreffen. Und ja, wie gesagt, man muss halt dann eben mit dem Wagen klarkommen. Dann hat Arnold noch einen rot-grünen rausgebracht. Hier dann schon mit dem vernünftigen oder richtigen Dach. Aber komplett durchgehend auch wieder die Inneneinrichtung. Ist so gesehen das gleiche Modell, wie der auch war. Mit den unten sitzenden Schlussleuchten und mit den Schiebetüren. So gesehen halt auch falsch. Ich lasse den mal offen liegen, weil wegen des Wagenvergleichs nachher mit den anderen Produkten, wegen der Zugbildung. Und es kam noch der von Rocco, der jetzt als Neuauflage auch nochmal vom Fleischmann rausgekommen ist. Dieser hier, und das ist der einzige akkurate, vernünftige, den man heutzutage in dem Bereich der Kakadus eben in der Nenngröße N finden kann. Abgesehen, also jetzt von der Farbgebung her für die leichten Schnellzüge, für die Eilzüge. Denn bei dem ist soweit alles okay, da kann man nichts sagen. Der ist schön tief. Er war aber eine Zeit lang zu tief. Die Rocco hat erstmal nicht so viele Schnellzugwagen herausgebracht. Die waren korrekt von den Höhen, es sah alles gut aus, aber eben zu anderen Modellen, gerade zu Fleischmann, werden wir gleich noch sehen, war das desaströs. So, ja, dann gab es noch, oder das Einzige, was ich jetzt im Blau-Rot hier liegen habe, weil die anderen Modelle von Arnold, das hier ist auch ein Arnold, bauten dann nämlich auf dem auf. Und deswegen habe ich mir jetzt keinen mit Kurzkupplung geholt oder sonst irgendwas, weil die nämlich auch falsch sind. Wie gesagt, die sind ja auf, die normalen Schnellzugwagen sind ja 26,4 Meter. Die Neubau Halbspeisewagen sind 27,5 Meter. Ja, also müssen die Modelle etwa so 5 mm länger sein, wie der normale Speisewagen. Das ist jetzt ein Fleischmann, den ich hier habe. Und der ist zu kurz. Ja, die von Minitrix passen, aber wie gesagt, man kommt nicht ran. Oder man muss halt das ganze Zugpaket kaufen. Also einzeln bin ich jetzt auch schon die ganze Zeit. Den Beitrag hier habe ich schon länger vor, weil ich gehofft habe, immer noch mal den Minitrix auch zu bekommen. Es war nicht möglich und bis Ende 23 auf den neuen Arnold möchte ich auch nicht warten. Zudem auch im Zugset auch wieder fast 200 Euro. Nee. Vor allem sind da wieder die Schnellzugwagen von Arnold bei mit den in der Mitte sitzenden Dachlüftern, was ja auch nicht korrekt ist. Aber das haben sie schon seit Jahren und werden es auch nicht mehr ändern. Ja, das sind erstmal die Modelle, die es gibt. Eben nochmal kurz hintereinander gestellt. Na, hier haben wir den schönen Rocco, dann haben wir hier einen Arnold, dann haben wir den Arnold in Epoche 3 Ausführung, den ich mir auch nochmal sehr wünschen würde. Und eben dann die Epoche 4 Ausführung. Zudem bringt ja jetzt, wie gesagt, das ist der von Rocco, den Fleischmann ja jetzt nochmal neu aufgelegt hat. Fast identisch. Jetzt bringt ja 2023 Fleischmann nochmal Eilzugwagen heraus. Ein Eilzugwagen-Set Epoche 3 Ausführung. Und ja, da wird halt wieder das genommen, was halt schon, oder die Modelleisenbahn GmbH bringt halt die Wagen heraus unter dem Label Fleischmann. Und es sind die Wagen, die es eben auch schon zu Fleischmann, Nürnberg, Fleischmann-Zeiten gegeben hat.
Da finde ich es wiederum sehr schade. Der bunte Kakadu, der eigentlich auch zu den Eilzügen gehört, wird herausgebracht zusammen mit den Schnellzugwagen im letzten Jahr. Die haben das Modell und da würde ich sogar sagen, okay, wenn jetzt kleine Ungereimtheiten sind, wenn mal eine Fensterbreite nicht stimmt oder ein Fenster, das Ding hätten die nehmen können. Es wäre alles besser gewesen als diese Gurke von Arnold. Wenn sie den nochmal rausgebracht hätten, passend zu den Allzugwagen. Entweder Standalone oder ich hätte mir sogar das Set geholt, wenn der Wagen mit bei gewesen wäre. Wenn sie den passenden Speisewagen eben für die leichten Schnellzüge produziert hätten. Also das Ding in grün und eben dann mit dem passenden Schild, was wir eben auch bei dem sehen. Der ist übrigens noch falsch, weil der nämlich auch quasi die Epoche 4 Nummerierung hat. Der müsste auch dann die Epoche 3 Nummerierung haben. Das heißt also dann die Angaben hier oben. Ne? Doch was an dem nicht so ganz hinhaut. Jo, dann würde ich mal sagen, hauen wir mal die Wagen auf die Schienen. Ich fange mal mit der Epoche, ja, Pseudo-Epoche 3 Ausführung an. Hier ist gerade meine Leere so ein bisschen abgerutscht. So, das ist der Wagen. Jetzt mal gucken. Ich nehme mal den Röver Mini-Trix. Ne, das ist ein Fleischmann. Hier ist er. Röver Mini-Trix Gehäuse. Ja, und da sieht man auch, dass der halt viel zu hoch ist. Also der muss tierisch umgebaut werden, um dazu zu passen. Zu den alten Mini-Trixern. Der hat jetzt auch keine Kurzkupplung. Der hat die ganz normale Standardkupplung. Die müsste man also wirklich etwas aufwendiger umbauen. Dann haben wir einen Fleischmann. Zu dem würde er zum Beispiel passen. Zu Fleischmann Epoche 1. 1, 3 natürlich. Ja, das würde also hinhauen. Packe ich mal hier hin. So, dann haben wir den Fleischmann Mitteleinstiegswagen in Epoche 3. Und der ist auch zu tief, beziehungsweise auch der, sieht man, der Arnold ist zu hoch dafür. Haut so gesehen ja auch nicht hin. Also den auch an die Seite, genau wie den Röver. Was haben wir denn noch? Oh, ich kann ja mal einen Schnellzugwagen. Nehmen wir mal den von... einen Allzugwagen meine ich. Allzugwagen von Rocco. Hat auch eine Endkupplung dran, ja, normale. Auch das haut nicht hin, sieht ein bisschen hübbelig aus. Der wirkt also recht winzig dann da genehm von der Dachhöhe her. Auch das funktioniert nicht. So, mal das einpacken und auspacken. Dann haben wir das gleiche nochmal von Fleischmann. Auch nochmal ein Eilzugwagen. Ja, genau das gleiche. Also der ist ein bisschen höher als der Rocco, aber so richtig hinhauen tut das auch nicht. Aber da kann man nicht viel machen. Wenn es keine Wagen gibt oder wenn man so einen Zug nachbilden möchte, kommt man da echt so ein bisschen in Schwulitäten. Dann habe ich hier einen Arnold Mitteleinstiegswagen. Neueren Datums. In einer tollen Folie verpackt, eingewickelt, damit nichts passiert. So. Na, hat ja super funktioniert. Arnold zu Arnold. Die modernen Arnolds sind auch zu tief dafür. Haut dann eben auch nicht so ganz hin. Diese Knibbelfolie hier ist auch ein bisschen doof. Zum schnellen Einpacken. Das haut auch nicht hin. Was haben wir denn noch so auf dem Tisch? Passend zu dem einen Pico. Hauen wir nochmal einen Pico davor. Dahinter. So, Epoche 3 Ausführungen habe ich in der Hand. War zu erwarten, dass das von der Höhe her auch nicht hinkommt. Man sieht auch, der Langträger ist bei dem Arnold Halbspeisewagen auch verdammt hoch. Hinein damit. Haut auch nicht hin. Tja, wen wundert's? So, das und das und das. Dann hätte ich noch anzubieten einen Umbauwagen von Fleischmann. Ja, der ist sogar noch höher als der Arnold, obwohl der Arnold schon verdammt hoch ist, aber die waren wirklich auch sehr hochbeinig.
die Fleischmann-Umbauwagen. Analog dazu habe ich auch nochmal einen, obwohl das war natürlich jetzt, nee, das war auch einfach da. Okay. Das gleiche nochmal von Rocco, einen Umbauwagen, der tiefer liegt als der Fleischmann und das würde hinhauen. Also den könnte man dann damit einbinden, denn die Umbauwagen sind ja auch mit den Eilzügen eben unterwegs gewesen, in leichten Schnellzügen unterwegs gewesen. Das würde dann auch passen. Bei der Epoche 3 muss ich jetzt gar nicht, Epoche 4 brauche ich jetzt gar nicht schauen, weil ist ja das gleiche, der gleiche Aufbau wie eben der Epoche 3. Aber ich hau jetzt mal den von Rocco auf die Schienen. So. Und dann hauen wir da nochmal den von Röver hinter. Und das haut hin. Also den kann man dazu auf jeden Fall nehmen. Bei dem hat man bislang ja, die beiden, die zusammengepasst haben. Der hohe Fleischmann, Nahverkehrswagen, der N-Wagen. Ja. Und hier passt auf jeden Fall auch dann der von Röver dazu. Dann haben wir den Fleischmann Mitteleinstiegswagen. Wo die neuen, denke ich mal, genau das gleiche, die gleichen Abmessungen haben werden. Das haut auch hin. Dann waren ja die Wagen hier auch nicht ganz passend. Aber nochmal ein Eilzugwagen. Das sieht jetzt auf jeden Fall auch schon besser aus. Von der Dachhöhe her. Dachhöhe, Langträgerhöhe, Pufferhöhe. Sieht gut aus. Kann man so machen. Ach, jetzt habe ich. Was ist denn hier? Ach, finde ich schon irgendwann wieder. Naja, jetzt ist viel eingepackt Zeug hier. Dann haben wir noch einen von Fleischmann, auch nochmal einen Eilzugwagen. Zwar rausgesprungen, aber der ist wiederum etwas zu hoch dafür. Also die Fleischmänner nicht, eher dann die alten Roccos. So, schnurps, kommt hier an die Seite. Zack. Umbauwagen. Umbauwagen Rocco zu Rocco. Zu hoch, zu bullig, zu... Wenn ich jetzt den Fleischmann dahinter hänge, dann weiß sowieso schon jeder, was passiert. Aber ich mache es trotzdem. Umbauwagen von Fleischmann. Das ist wie die Spielzeugeisenbahn neben irgendwie, ne? Jetzt ist so... Nee. Das ist was anderes, der gehört zu den anderen Wagen. So, dann mal den neuen Arnold dazu. Das haut hin, das kann man machen. Also wer die neuen Arnolds hat, der kann sich da auch mal so einen Kakadu dann mit reinhängen. Einen Halbspeisewagen von Rocco oder halt die neuen von Fleischmann. Das haut hin, den können wir damit zupacken. Und dann noch der von Pico, die neuen N-Wagen-Modelle. Naja, neu, so neu sind sie auch nicht mehr. Und auch das kommt hin. Ja, das ist sehr schön. Der kommt dann auch mit auf diesen Stapel. So, das wieder eingepackt, das wieder zugemacht. Das sind alles die Wagen, was ist hier nichts verschramme, verkratze oder sonst irgendwas. So. Ne, also zudem gibt es nur einen passenden oder passende sind halt dann, wie gesagt, die. Das ist nicht so ergiebig. Ja, gut. Und dann mal schauen, wie das jetzt bei dem Rot. Also ich nehme den halt und stelle den hier vor und packe den jetzt auch dahinter, weil man den halt ja bekommt. Ne, die hohen oder älteren Arnold-Wagen. Es gibt halt nichts. So, das ist das Problem. Es gibt nichts. Jetzt habe ich hier einen Minitrix. Epoche 4. Uah. Aufgleiser, die nicht aufgleisen. Super. Und der Minitrix ist zu tief. Ich höre mal ein bisschen hier vor. Dann drei Fleischmann-Modelle. Der
alte. Zwar jetzt schon mit in der K-Ausführung. Würde hinkommen, weil die ja eh auch hochbeiniger waren. Und das passt dann, würde zu dem Arnold passen. Fleischmann hat keine Kakadus herausgebracht. So, der würde dazu passen. Dann die Nachfolgeserie, jetzt aber ohne Kupplung, aber das ist ja Schnurz von der Höhe her. Auch die würden noch dazu passen. Auch wenn der zu kurz ist, aber wie gesagt, es gibt ja nichts auf dem Markt. Das würde passen. Und die aktuellen, die neuen, die ich nicht anfassen darf oder nicht anfassen will oder die man überhaupt nicht anfassen darf, generell nicht anfassen da sollte, jetzt habe ich es angefasst, ne, die sollte man höchstens oder maximal mit dieser Banderole auf die Gleise setzen, weil sonst nämlich die Farbe abgeht, das wissen wir mittlerweile, habe ich schon oft genug gesagt, und der ist für das Ganze auch zu tief. Der passt aber dann wieder wunderbar zu den Kakadu, mit dem er nicht unterwegs war, zu dem grün-roten. Das ist ein toller Einfall, der von Fleischmann gemacht wurde. So, und zu guter Letzt, weil es auch so zu sehen war im Original, zwar nicht bei mir hier in der Ecke, aber es gab ihn, den Zusammenschluss, und Arnold zu Arnold, ne, ist auch Arnold, kommt auch nicht hin. Ja, es ist schwierig, wenn man zu penibel ist. Ich will nicht zu penibel sein, aber so ein bisschen Ordnung sollte schon vorherrschen. Und so ist jetzt aus dem großen Schnellzugwagenbereich doch ziemlich viel rausgeflogen, weil es irgendwie nicht zusammen harmoniert. Und ja, vielleicht beiße ich einen sauren Apfel zum Ende des Jahres, hole mir das Set und versuche dann die anderen Schnellzugwagen wieder abzustoßen. Gegebenenfalls ein anderes Dach draufsetzen würde hier nicht funktionieren, weil das Dach eben... das Dach passt ja so gesehen. Ich könnte jetzt versuchen, aus dem hier einen kurzen Speisewagen zu machen. Dann passt es aber wiederum von den Fenstern, von der Fensterform her nicht für die F-Zugwagen, weil die halt eben die Übersatzfenster hatten und der ja schon die geschlossenen Fenster hat. Also aus dem hier, ja, ich habe ihn halt, ne, weil nichts anderes irgendwie momentan da ist. Wird halt mit eingereiht, aber der passende ist halt eben in der Nenngröße N nicht vorhanden. Ja, dann rolle ich hier nochmal ein paar auf die Gleise. Dann haben wir hier nochmal den, mal gucken, das ist der Rocco. So, selbst die beiden jetzt nochmal im Vergleich Rocco zu Arnold. Achso, der eine hat Kurzkupplung, der andere nicht. Na gut. Er ist halt ein bisschen höher, der Buffetraum. Was ist mit dem hier? Mal kurz gucken. So. Das Glas hat ja nicht auf. Ja, der war noch höher. Dann war der Arnold hier schon etwas tiefer gelegt. Ich muss mal gucken. Ich hätte jetzt wirklich angenommen. Wo ist er? Da ist er. Dass das hier die gleiche Konstruktion war. Nee, der ist sogar noch tiefer. Also den Arnold könnte man sogar fast schon als Basis dann nehmen, um aus dem vielleicht was Neues zu stricken. Vielleicht das Chassis dann draufsetzen, das Dach wiederum da draufsetzen. Da irgendwie so ein bisschen rumzubasteln. Passt natürlich dann nicht mehr von den Nummern, die auf dem, oder von der Langträgerbeschriftung passt es natürlich nicht. Bei dem hier müsste dann die Computernummer raus, ja, wie man dann oben, vielleicht ein Schiebebild, müsste man sich dann aber bei Herrn Nothaft irgendwie anfragen, ob er eventuell dann diese Schiebebilder hat oder was es eben kostet, dann die extra anzufertigen. Ist halt immer so ein kleines Problem, aber ich sehe es nicht, dass es irgendwann den Epoche 3 leichte Schnellzug Kakadu oder Halbspeiseswagen als Modell geben wird, obwohl die Möglichkeit, wie gesagt, von Fleischmann bestehen würde, aus dem jetzt einen Halbspeisewagen in der Epoche 3 zu machen. Aber, na gut. Wer nicht will, der will nicht. Ne? Da muss man eben selbst Hand anlegen und versuchen, da eben das Beste rauszumachen und da selber ein bisschen rumzubasteln. Dann aber natürlich mit kleinen
ich will nicht sagen Unzulänglichkeiten, aber so ein paar Sachen, über die man einfach dann hinwegsehen muss. Ja, in dem Sinn bedanke ich mich erstmal wieder vielmals fürs Reinschalten, fürs Dabeisein und es wird mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und tschüss.